unserer Dreier-Serie richtig fallen. Wir hatten im letzten Video, also im ersten Clip, den Sturz vorwärts auf den Unterarmanfang bei einem heftigen Stoß mitten auf Rolle und dann gleich wieder aufstehen. So, heute im zweiten Teil möchte ich ja den Sturz rückwärts mit euch zusammen trainieren und dann auch noch den Sturz seitwärts. Gut, beim Sturz rückwärts ist darauf zu achten, was ich auch schon im ersten Clip gesagt habe, sich niemals mit den Händen abzustützen, weil die Hände, weder die Hände, aber die Gelenke, die Arme dann sehr leiden können, respektive können sehr leicht brechen. Ja, das ist sehr schlecht, wenn ein Arm gebrochen ist, wenn der zweite Arm gebrochen ist, noch dazu zusätzlich sozusagen beide Arme gibt's. Ganz schlechte Lebenssituation. Also beim Sturz rückwärts bitte niemals so abstürzen mit den Händen. Gut. Aber wir im Krav Maga stützen uns nicht mit den Händen ab und schlagen beim Sturz rückwärts auch mit beiden Armen ab, sondern wir lassen die Arme als Deckung vor dem Körper. Wir werden das mal ganz langsam vormachen. Dritte Person 1 haben wir, also ich jetzt vormachen. Idealerweise, wenn ich jetzt geschützt werde, kommt er in der Regel sehr überraschend. Ja? Ich habe also kaum hier die Hände oben zum Abwehren, weil dann könnte ich hier schon reagieren. Also ich stehe meinem Partner gegenüber, dem Angreifer gegenüber, der schubst mich jetzt. Im Idealfall nehme ich ein Bein nach hinten. Mache ich mal Slow Motion, ich gehe gegen die Knie, jetzt lande ich mit dem Unterschenkel, rolle mich ab, rolle über den runden Rücken, das Kinn ist auf der Brust, die Arme bleiben vor dem Körper, ein Fuß erhoben, um hier gegebenenfalls den Angreifer attackieren zu können. Das ist für die Vorstellkraft zu dem rechten Bein, der linken Bein macht. Wichtig ist bloß, dass ihr nicht die Hände abstürzt beim Sturz. Ja? Also ich bekomme den Puls, ich falle über den Unterschenkel zusammen. Ein Fuß bleibt am Boden, ein Bein ist angelegt oben, um den Gegner abzuwenden. Meine Hände decken mein Gesicht. Und jetzt kann ich aus der Position heraus den Gegner attackieren. Wichtig beim Kick, das machen wir im dritten Video, erkläre ich das mal genauer. Wenn ich aus der Position mich verteidige, nicht einfach nur das Bein nach vorne drücken. Ja, da habe ich kaum Power drin, sondern hier den Bums bekomme ich aus der Hüfte. Ja, in dem Moment, wo ich das Bein strecke, explosionsartig die Hüfte nach oben reißen und dann treffe ich ihn. Wenn ich zum Bein trete, drehe ich die Zehen nach außen, um mich abzurutschen. Idealerweise trete ich zwischen die Beine, das heißt die Zehen nach oben oder eben zum Körper oder gar zum Gesicht. Zu den Beinen trete ich immer so, dass die Zehen nach außen zeigen, damit ich an dem Bein nicht abrutsche. Der Sturz seitwärts kommt sicherlich relativ selten vor, wenn ich mich über die Straße bewege. Im Kampf kann es schon häufiger passieren, ich komme in den Infight, der schnappt mich wirklich über die Hüfte, dann patsche ich auf die Matte, im besten Fall im Training, auf der Straße kann es dann schon wirklich Aua machen. Beim Sturz seitwärts, dann nutzt man den Arm allerdings, wir müssen das kleine Rübel in Kauf nehmen und schlagen seitlich ab, um die Sturzenergie abzuleiten. Ja? Die Sturzenergie wird über Schulterarm in den Boden abgeleitet. Leicht mit der Seite auf und auch mit dem Arm. Auch hierbei macht es bitte langsam. Lasst euch nicht gleich auf den Boden klatschen, sondern fangt langsam an. Ganz langsam fangt ihr an. Das kann ich übrigens auch beim Sturz rückwärts machen, ne? Dass ich erstmal hier sitze und dann mich auf den Rücken rollen lasse. In dieser Position. Beim Sturz seitwärts, das langsame Üben beginnt auch hier im Sitzen. Ich sitze, lasse mich auf die Seite kippen, strecke ein Bein aus, auch dass ich dann fallen werde und schlage, rolle über Bein, Hüfte, Rücken ab
und schlage mit dem, oder so von, mit dem ausgestreckten Arm so etwa einen 45 Grad Winkel in meinen Körper. Achtet bitte drauf, das ist ein Fehler, der häufig passiert beim Sturz seitwärts, gerade auch im Trainieren. Und im Kampf ist es natürlich der absolute Worst Case, wenn ich den Arm nach hinten strecke, dahin strecke. So, hier kann ich mir meine Schulter wirklich schwer verletzen, auskugeln. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schmerzhafter Vorgang, den ich euch von mir sowieso ersparen möchte. Also achtet drauf, ideal ist der Winkel so von 45 Grad zum Körper. Ja? Setzt euch hin, lasst euch auf die Seite kippen und trainiert einfach das Körper. Abrollen, so, seitlich. Einfach mal kurz, seitlich die übrige Seite abkippen, die Beine schwingen mit. Ja? Die Energie geht über den Körper, Schulter wird in den Boden abgeleitet. Okay. Wenn das einigermaßen klappt, das ist ja ziemlich easy, dann macht ihr das Ganze einfach aus der Hocke. Ja? Ihr geht in die Hocke, kannst aber in die Hocke gehen, unten da knacken die Knie, die alten Gelenke. Gut. Jetzt nimmt der Einarm hier auf die rechte Seite fallen, ich nehme einen Arm mal hoch und jetzt strecke ich einfach mein rechtes Bein nach vorne. Automatisch kippe ich auf meine rechte Seite. Das war der Fall. Über die rechte Seite, jetzt links, ja, aus der Hocke, den Arm einfach hochnehmen, ich strecke das Bein nach vorne, automatisch kippe ich auf die Seite, auf die freien Rippen. Und auch das übt ihr bitte, bis ihr euch relativ sicher fühlt, ihr müsst keine Angst haben. Das kann ich draußen auf dem Rasen machen, wenn es in der Wohnung übt wird, um die Nachbarn unter euch zu schonen, legt euch einen Deckel drunter. Beim Schlag des Arms. Wenn ihr aus der Hocke trainiert habt, geht er noch ein Stück nach oben. Ja, geht er in den Stand, geht leicht um die Knie, streckt das Bein nach vorne und lasst euch auf die Seite rein. Ganz aber wichtig ist bei allen Fallübungen, Rücken rund, ganz wichtig, Kinn auf die Brust. Ja, wenn ich beim Fallen mit dem Kopf auf den Boden aufschlage und Matte ist, relativ ungefährlich, da kann sie ein bisschen dröhnen, auf der Straße bleibt ihr liegen. Ja, wenn ich mit dem Kopf aufschlage, aus so 1,50 Höhe, oder ja, ich bin ein bisschen länger auf, ja, wenn ich hier gepackt bin, dann wirf ich über die Hüfte, das ist 1,50 Meter etwa, wenn ich da aufpatsche und darüber, da macht es schon Aua. Also, immer Kinn auf die Brust. Andere Seite, leicht in die Knie, das Bein nach vorne schwingen und locker über Hüfte, Rücken, Schulter und Arm abrollen. Die Energie verschwindet quasi, wird in den Boden abgeleitet. In die Knie gehen, Bein nach vorne strecken und über Hüfte, Seite abrollen. Das sieht jetzt ein bisschen bescheuert aus, weiß ich selber, aber das ist eine Großschraube. Es funktioniert dann in der Realität. Und wenn ihr das dann auch so weit habt, dass ihr zufrieden mit euch seid, dann macht es einfach aus dem Stand. Steht in ganz entspanntem Stand, schwingt ein Bein nach oben, nach vorne schwingen und lasst euch einfach auf die Seite fallen. Wichtig ist, nochmal, ich betone es wirklich, das ist wirklich sehr wichtig. Beim Sturz, Rücken rund, Kinn auf der Brust, ja, schützt euren Kopf. Ja, und dann idealerweise ausatmen. Wenn ich stürze, atme ich aus, spann die Muskulatur an, lass sie locker abtropfen. Gut, das waren einmal der Sturz rückwärts und der Sturz seitwärts. Denkt bitte daran, bevor ihr anfangt zu trainieren, macht euch warm. So 4 Minuten, so ein Tabata-Durchgang ist ausreichend, aber bitte nicht vergessen, warm. Gut, ich wünsche euch viel Spaß, meine Lieben. Grüße euch, Kinder.